Hallo liebe Zuschauer, wir befinden uns nun kurz vor Weihnachten mitten in der Vermittlungspause des Tierheims Argenoa und diese Zeit möchte ich nutzen, um euch einige ehrenamtliche Helfer vorzustellen. Ich möchte beginnen mit der Sibylle Stoll. Sibylle, komm bitte mal. Die schon viele Jahre bei uns im Tierheim ehrenamtlich tätig ist, hauptsächlich im Bereich der Freigängerkatzen. Ist sie da, verwöhnt sie mit Schmuseeinheiten, hält die Freigehege sauber, aber das wird sie euch noch selber erzählen. Seit 2010, bedingt durch eine Fundkatze, habe ich Kontakt zum Tierheim in Gotha. Ich habe erst ganz klein angefangen mit Streicheln, Leckerli verteilen, was ich dann allmählich ausgebreitet habe. Bin mittlerweile im Tierschutzverein, übernehme die Nachkontrollen. Ich selber bin aus Gotha. Bislang bin ich mit dem Auto chauffiert worden. Jetzt komme ich mit dem Bus oder ein Tierheimmitarbeiter nimmt mich mit. Das passt alles sehr gut und zweimal wenigstens bin ich in der Woche bei meinen Tieren. Ich versuche hier Ordnung und Sauberkeit zu halten, weil ja die Katzen eigentlich sehr saubere Tiere sind. Sie genießen das. Natürlich darf ich in meiner Tasche die Leckerlis nicht vergessen haben, weil sie genau wissen, aha, die kommt und da gibt es auch Leckerlis. Aber zuerst erfolgt die Arbeit, es wird gekehrt, es werden Fäkalien aus dem Außenbereich herausgenommen. Im Frühjahr und Sommer wird viel Unkraut gejätet. Wenn die Zeit da ist, werden dann die Katzen auch gebürstet und gekämmt von mir. Es sind viele, die sich das gefallen lassen. Sie stehen dann auch in Reihe und Glied und warten ab, bis sie dran sind. Mir selber gibt das unheimlich viel, mit den Tieren zusammen zu sein. Erstens mal bin ich an der frischen Luft. Ich habe Kontakt zu den Mitarbeitern des Tierheimes. Ich habe weiterhin Kontakt zu den Vereinsmitgliedern. Und allen voran ist es mir Dank genug, wenn ich diese treuen Blicke der Katzen sehe, die sich intensiv freuen und mir das auch weitergeben, dass ich für sie da bin. Vielen Dank, Sibylle, für deine Ausführung. Vielen Dank. Wir möchten gerne nächste Woche an dieser Stelle die Frau Wassermann und den Herrn Gruß vorstellen, welche sich schon lange, viele, viele Jahre ehrenamtlich bei uns engagieren. Und ich freue mich drauf. Bis dahin.